Hallo, heute machen wir Lammfilet im Opti-Grill und dazu heizen wir den Opti-Grill im Steak-Programm vor mit Grillboost. Und hier unten liegen schon die Lammfilets, das sind relativ kleine Stücke. Ich bin gespannt, ob der Opti-Grill das richtig hinbekommt. Und dann platzieren wir mal einfach so drei Stück auf dem Opti-Grill, testen das erstmal. Eigentlich wäre es natürlich besser, mehr drauf zu legen, dass man nicht ganz so viel Druck auf den einzelnen Filets hat. Aber es ist jetzt erstmal ein Test. Und ich grill die bis Medium und dann nehme ich die raus. Und hier das Ergebnis, finde ich, sieht eigentlich ganz gut aus. Also es hat schon ein bisschen was an Röstaromen dran gebracht. Natürlich ein bisschen dunkler hätte es sein können, aber dafür, dass sie so dünn sind, sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Dann müssen wir das natürlich jetzt erstmal ein bisschen ruhen lassen. Da die nicht ganz so dick sind, muss man auch nicht ganz so lange ruhen lassen. Beim Ruhen, da zieht sich ja im Prinzip das Fleisch einfach wieder zusammen. Und dadurch wird halt Flüssigkeit rausgedrückt und wenn man dann aufschneidet, schafft man einfach mehr Fläche, wo die Flüssigkeit austreten kann. Aber jetzt haben wir das ein bisschen ruhen gelassen. Und dann machen wir mal den Anschnitt und schauen mal, ob der gar gerade getroffen ist. Medium müsste es sein. Ja, sieht doch super aus. Also vom Gargrad wirklich top. So gefällt mir das. Und es ist mega zart. Also ich weiß nicht, ob ihr das beim Schneiden auch schon seht. Aber es ist, gleitet wirklich leicht durch. Obwohl es nicht das schärfste Messer ist. Super. Also diese Farbe wahnsinnig gut. Und eins habe ich natürlich auch schon mal probiert. Lecker. Eine Idee ist mir auch noch gekommen, ich könnte ja einfach mal manueller Modus Rot das Ding offen betreiben, den Opti-Grill. Das probiere ich jetzt hier mal aus. Ich lege wieder mal ein bisschen was drauf an Lammfilet und wende das jetzt so alle Minute und brate das einfach von allen vier Seiten mal an. So, nach einer Minute drehen wir das zum ersten Mal so ein bisschen zur Seite. Und so lassen wir es dann noch mal eine Minute liegen. Und nach einer weiteren Minute drehen wir es dann noch mal weiter. Und es sieht ein bisschen besser aus von Röstaromen als jetzt mit den Zuhn-Grillplatten. Vielleicht hätten wir es noch ein bisschen länger jeweils pro Seite liegen lassen können. Aber jetzt nehmen wir das mal nach 3-4 Minuten runter. Und ich finde, es sieht gut aus. Gut, die eine Seite hätte noch ein bisschen mehr vertragen vielleicht. Aber mal sehen, wie das vom Gargrad geworden ist. Schneiden wir das mal an. Super, sieht auch wieder klasse aus. Also man kann den Opti-Grill durchaus auch mal offen betreiben. Ich glaube, eigentlich laut Anleitung soll man das wahrscheinlich nicht machen. Aber haben wir mal eine Ausnahme gemacht. Jetzt wird noch schön der Teller hergerichtet. Hier so ein paar Anschnitte vom Lammfilet mit ein bisschen Kartoffeln aus dem Ofen, bisschen Schnittlauch drüber. Klasse sieht das aus. Hier nochmal eine zweite Variante, dort mit Fächerkartoffeln, bisschen Kräuterquark dazu. Und dieses Lamm schmeckt echt sehr, sehr lecker. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.